Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Resen. So, ich möchte jetzt mal mein erstes Schwert zu Ende schmieden. Was wir letzte Nacht nicht machen durften, weil ein gewisser Schmied so nett war, uns Schmieden beizubringen. Uns dann aber nicht in seine Arbeit. Ja. Ein scharfes Schwert. Klingenschaden 30. Das ist frustrierend. Ich möchte. Gut. Was willst du? Oho. Was ist das Schwert für ein Zweihänder? Aha. Wie viel Eisenerz brauche ich denn? 8 Eisenerzbrocken mindestens für ein Einhandschwert. Bastardschwerter brauchen 10 und Zweihänder 12 Eisenerzbrocken. Okay, danke für die Info. Zeig mir deine Ware. Ich möchte dir gerne mein Meisterwerk verkaufen. Für 50. Ach. Also damit wird man hier gerade nicht ganz so reich. Aber das Schöne ist, dass er die Rohlinge hat und auch die ganzen Edelsteine. Das ist wohl gerade nicht eingefallen. Weil ich halt in der Vergangenheit klug und habe sie hier bei dem verkauft. Das heißt, wenn ich Rezepte finde für Dingsens, ja. So. Ich gehe nochmal hier zu dem Alchemisten hin. Da ist er. Heldenkrone, genau. Heldenkrone brauche ich. Ja, das ist das Problem. Heldenkrone brauche ich dafür. Das heißt, ich kann die hier einfach verknuspern oder verkaufen. Was bringt mir denn... Was bringt mir 400? Ja. Kann ich die eher verknuspern? Oh, guck mal. Geschick plus 5. Ich brauche kein Geschick, aber trotzdem cool. Ich weiß gar nicht jetzt, wo ich den her habe. Ja. Eile hole ich mir mal. Levitation hole ich mir mal eine. Mochte von Sansa, Berserker Schriftrolle, Kampfkraft. Vorübergehend um 50 Punkte, das ist nicht schlecht. Kann man einmal gebrauchen. Wenn ich mal auf mein Geld gucke. Sollten wir das vielleicht lassen. Ich hole mir einmal. Weißt du was? Eile und Levitation hole ich mir. So. Gut. Gut. So was, den schlucke ich einfach mal. Und. Ja, wie gesagt, eigentlich könnte ich dann die Dinger. Den hier. Erfahrung plus 10. Reiselust. Yep. Stärke plus 1. Ah, habe ich 2 von. Cool. Wo ist das denn hier? Maximale Lebensenergie. Ich mach's einfach. Komm. Weil Tränke werde ich mir daraus nicht machen. So ist das zumindest nicht ganz verschwendet. Mach ich so schön durch ein bisschen knuspern. Jo. Gut. Als nächstes. Ich wollte mir vielleicht nicht das. Wo haben wir denn Pattys Aufgabe? Große Piraten. Also die Klappe, dann haben wir zu meinem Vater ein gewisses als Goldes, bla bla bla. Das heißt, da muss ich auf den Friedhof oder wartet Patty da? Nee, Patty wartet da. Oder sind. Okay, jetzt bin ich gerade. So, das ist das. Teleportsteine, das ist das. Namenlose Gräber. Das wollte ich, genau. Dann machen wir heute einfach mal die namenlosen Gräber. Ach, ich wünschte, ich könnte die Eile hier. Ich wünschte, ich hätte dafür die Rune. Weil das wäre halt echt. Das ist halt der Vorteil an Magiern hier im Spiel, würde ich mal sagen. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Also auf Dauer wird sich das, glaube ich, rentieren. Kacke, ey. Naja. So, ganz lohnen tut sich das für mich nicht für 100.
Gold, die zu kaufen. Da hörst du denn? Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Aha! Du bist Vasili, einer von Romanows Männern. Ja, verdammt. Du hast mich nicht gesehen, ja? Wieso? Romanow wird mir den Kopf abreißen, wenn er erfährt, dass du mich gesehen hast. Ich sollte mich unauffällig verhalten. Du solltest gar nicht merken, dass ich hier bin. Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Aha. Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na? Nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vorhabt. Ich probier's mal. Na schön, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe befürchtet, dass das jetzt kommt. Ich muss zur Westküste. Leih mir deine Kampfkraft. Na gut, wenn's sein muss. Aber wenn du deine Suche dort beendet hast, bin ich wieder weg, klar? Okay, komm mit. Komm mit. Von mir aus. Win-win-Situation für mich. Cool. Also, das ist dann, ja. Danke. Tja, das ist natürlich vor allem... Bitte erzähl Captain Romanow nicht, dass du mich gesehen hast, wie ich dich beobachte und belausche und verfolge. Ja. Als ob du lebend davon kommst. Eine Ogerwurzel, nochmal Stärke. Geil. Jetzt brauche ich Heldenkronen. Drei Stück mittlerweile. Aber. Das Problem ist. Oh. Ach, Vasili, du kannst doch einfach gar nichts. Nutzlos. Wer hätte es gedacht? Ich muss mich halt überall richtig umgucken. Guck mal, das Ding haben wir gesehen von da oben. Ich muss mich halt richtig umgucken. Ich will halt alle verfluchten Heldenkronen mitnehmen. Was ist noch eine? Achso, ich wollte fast sagen, wenn das jetzt noch eine Ogerwurzel gewesen wäre. Achso, das ist dann hier? Okay, gut. Alles klar. Weiter geht's. Also ich muss ja sagen, vor denen hatte ich ja mal Angst eine kurze Weile, ne? Bis ich dann gemerkt habe, dass die halt auch gar nicht so toll sind. Ja gut, vielleicht zwei auf einmal ist gemein, aber... Toll. Toll, toll. So. Ja, ja. Sag, was du willst. Ist mir egal. So. Bitte öffne dich. Danke. Komm. Was haben wir denn hier? Geschick plus 3. Ja. Gerade für mich ein bisschen nutzlos, aber passt schon. So. Nette Ausbeute. Gib mir dein Gold. Danke dafür. Ich dachte gerade, die lieben noch. So, das nehmen wir mit. Ist das eine Reiselust? Ja, ist eine Reiselust. Bist du noch da? Ja, nice. Also das Ding nehme ich dann mit. Das ist ganz wichtig. So. Auf geht's hier runter. Ich weiß gar nicht, sollen wir hier... Da ist, glaube ich, zwei Wege hin, aber... ich glaube, wir sind an dem... Dingsens vorbei, aber... Passt schon. Oha. Oha, das Skelett jetzt einfach mit einem Hieb. So zermalmen, hätte ich nicht gedacht. Aua. So, ich heile mal ganz feige. Cool. Kann man Skelette looten? Ja, kann man. Cool.
wenn die immer Heiltränke und so dabei haben, dann ist das echt nice. Guck mal, hier war ich noch nicht, ne? Aber mal das. Das ist das Grab, wo ich hin muss. Deswegen lasse ich das einfach mal aus, erstmal. Und gucke hier weiter. Wäre ja eine Schande, wenn ich was verpassen würde. Jetzt, wo ich gerade Vasili mit dabei habe, fühle ich mich doch ein kleines Sticken sicherer. Ich wollte gerade sagen, was hat der denn für eine geile Axt? Aber es war nur ein Schild. Schade eigentlich. Warum kämpft Vasili nur mit einem Stock? Habe ich den mal verprügelt? Ich glaube, ich habe den mal verprügelt. Deswegen hat er nur so einen scheiß Stock. So muss man mit den Viechern umgehen. Ich würde dir ja eine Waffe von denen geben, aber ich glaube, du bist zu stolz für die anzunehmen. Deswegen kämpfst du halt weiter mit deinem scheiß Stock. Ja. Also ich persönlich würde mich jetzt sehr über Heldenkronen freuen. 3 Stück wären geil. Ja, 3 Stück wären geil. 2 würden auch reichen. Über einen würde ich mich aber auch freuen. Mal weg. So, ich weiß, dass wir an einem Skelett vorbeigelaufen sind. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Interessant. Bin mir sicher, wir kommen hier noch irgendwann zurück. Los jetzt. Oh, ja. Aua. Der kämpft noch, ich loote schon mal. Du kriegst mich nicht. Du nicht. Ja, weil ich dabei bin. Alleine hättest du ja keine Chance. So. Okay. Da geht's dann noch weiter. Es geht da auch noch runter. Ein Pokal. Cool. Oh, kennst du euch da? Aha. Ja, schwache magische Heilung, das ist toll. Eine Halskette, kleiner Smaragd, Heilung, Heiltrank, Berserker. Cool. Ja, kann man machen. Ha, cool. Also ich meine... Also ich könnte es natürlich auch alleine machen, aber ganz ehrlich, wenn ich schon jemanden habe, der die Gegner zumindest ablenken kann, dann werde ich das natürlich noch ausnutzen. Und ich meine, solange Vasili noch lebt, kann er mir noch nützlich sein. Aber das wird halt auch irgendwann vorbei sein. Ja. Oh Gott, ey. Das Vieh ist erledigt. Ich sehe schon, das wird sich alles ein bisschen in die Länge ziehen. Ich wollte gerade eigentlich nur Gräber suchen oder namenlose Gräber. Aber jetzt bin ich hier gelandet irgendwo. Cool, egal. Ich mag das. Und ihr müsst es auch mögen. Sonst habt ihr ein Problem. Ich hatte gerade kurz Angst, gegen so einen Rotwurm zu kämpfen, aber als ich jetzt gerade den Schaden gesehen habe, hat sich das ein bisschen relativiert. Ein Wildtöter bin ich jetzt. Kann ich hier einfach so hin? Ja, kann ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Geheim... Speicher mal. Dann warte ich hier. Ah, da hat er Angst. Und da hinten ist ein Ghoul. Da hinten sind 3 Ghoul. Möchte ich mir das antun? Ich habe ja gespeichert, ne? Ich bin ja... ich habe keine Angst. Attacke! Ah, das sieht ganz schön was ab. Dafür, dass das nur eine Armbrust war. Aua, ja. Okay, cool. Ich fühle mich jetzt sicherer, was den Kampf mit Ghouls angeht. Aber natürlich
musste das gerade so kommen. Das war der erste, der hat gerade ein bisschen geklemmt. Das war nicht so schön. Aber es ist machbar. Das heißt, über die Hängebrücke werden wir auch keine Probleme haben. Da auf dieser Gnomeninsel. Also vielleicht doch, aber machbar. Gut, dann warte ich hier. Nein, du kommst mit. Ach schon, weil. Lass ich einfach drücken. Ich glaub's nicht. Hopp. Ach, guck mal, wie praktisch. Ja. Toll. Aua. Ja, das ist halt das Problem an solchen Gegnern. Die halt einfach. Denen ist das egal, ob du angreifst. Die greifen einfach auch in der Kombination an. Bei anderen ist das halt nicht so. Also nicht. Ja. Manche Gegnertypen haben so einen Scheiß halt. Und selbst wenn du besser bist oder mehr Schaden machst und so, macht dich das halt trotzdem gut, kaputt. Das ist ein bisschen nervig. Nein. Toll. Oh, Vasili, du bist eine schöne Ablenkung. Alter, ey. Naja. Es war gerade Glück und Können und beides. Das war gerade echt beides. So. Ich weiß auch gar nicht, ob Vasili sterben kann. Es wäre halt eigentlich klug. Cool. Wenn er überleben würde. Weil dann. Ich krieg bestimmt noch Erfahrung dafür, dass ich seine Quest abschließe. Das Vieh ist erledigt. Ja. Sehe ich genauso. Das da hinten auch. Bin ich so ein Arsch? Ja, komm. Ich habe so oft schon gerade kurz weggeguckt und da kommt das schon auf uns zugestürmt. Nice. Oh ja, ich speichere nochmal, ist mir egal. So, was haben wir denn hier? Sag mir bitte nicht, dass irgendwo ein bisschen weiter noch mehr Bude rumlaufen. Wer bist du? Eine Leiche. Grog, Schwert, Bier und Gold. Und eine Schaufel. Und eine Fackel. Und eine Truhe. Da ist gerade irgendwas runtergelaufen. Das gefällt mir nicht. Teller. Und Eile war da drin. Cool. Ah, da oben ist noch ein Ghoul. Oh Gott. Wieder schocken, ey. So, Vasili wartet. Der ist klug. Im Vergleich zu uns. Aber wenn da halt. Das ist egal. Toll. Hä, was geht denn mit dem? Komm her. Was? Da kommt er. Wir sind so klug. Die kennen meine Inputs, deswegen weiche ich da gerade die ganze Zeit aus. Nein. Ach, komm. Mann, ey. Ich finde diese komische magische Attacke von denen ziemlich gemein. Alter. Jedes Mal, wenn ich blocke, machen die so einen Scheiß. Ist nicht nett. Ist echt nicht nett. Wollt mich mit denen anfreunden? Und dann sowas. Ja, gut. Das hätten wir jetzt hier. Bin gespannt. Oh, oh. Das ist okay. Das Problem ist dieses Gebrüll. Das ist halt eine Aschebestie, glaube ich, oder? So viel zum Thema. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz namenlose Gräber suchen. Ist doch immer so. Man nimmt sich was vor und unterwegs findet man sowas. Ich habe gespeichert. Ich probiere es mal aus. Aus Spaß. Aber ja. Das tut weh. Es ist machbar. Glaube ich. Aber es tut weh.
Ich probiere es mal so aus. Hopp. Ja, das hat. Aha. Riss mich nicht. Hehehehe. Machen wir das jetzt? Das wird eine halbe Stunde dauern. Wenn ich den so töten würde. Ich weiß ja nicht. Kann ich den vielleicht dann von hier unten treffen, wenn ich zuhau? Ich versuche gerade einen Weg zu finden, wie ich diese Aschebestie schießen kann. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich habe nicht mehr Feuerball oder so. Das ist halt traurig. Haha. Na los, komm schon. Hier bin ich. Du triffst mich doch niemals, du feige Sau, du. Los, 1 gegen 1. Ohne fiesen Tricks. Komm schon. Er traut sich nicht. Er hat Angst. Einfach Angst. Nein, nicht so. Ach komm. Weich doch nicht aus. Schätzelein, tu das doch nicht. Ach komm. Aschebestienherz. Nur die stärksten Kämpfer sind in der Lage, so eine Trophäe zu erbeuten. Puh. Also das habe ich, ohne Scheiß, habe ich echt fair 1 gegen 1, ohne fiesen Tricks. Das habe ich mir verdient. Ich gehöre jetzt zu den Stärksten auf dieser Insel. Ich habe eine Aschebestie, 1 gegen 1, ohne fiesen Tricks. Hätte ich gemacht. Mal habe Angst vor einem Ghoul. Es ist halt, du kommst halt gar nicht zum Zug. Es ist halt, Ghouls sind einfach unfair. Einfach unfair. Hä? Naja. Ich meine, wenn meine schöne Waffe nicht das macht, was sie soll, habe ich ja immer noch meine geile Armbrust. Nein. So. Ah, das ist immer unfair gegen die Scheißgule, ey. Egal. So. Ich hoffe, Vasile wartet immer noch auf mich. Ich hab den halt einfach links liegen lassen. Ja. Passt schon. Und da kann ich dann hoch. Wo bin ich jetzt schon wieder reingeraten? Ach, guck mal, hier bin ich. Okay. Ich wollte doch einfach eine Schatzsuche. Ich wollte doch einfach nur. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Das gefällt mir nicht so sehr. Aber ich bin ja ein Genie. Ich kann den hier machen. Weil Ghule nicht so klug sind. Deswegen kann man das machen. Ja. Hehehe. Ich speichere nochmal. Es wird sich so alles rächen. Irgendwann. Ab irgendeinem Punkt. Da hinten ist noch einer. Das gefällt mir gar nicht. Joa. Kann ich? So, da läuft er dann weg. Nein, das ist noch einer, da komme ich auch gar nicht durch. Ach, guck mal, das ist so ein. Also früher oder später müssen wir hier sowieso hin.
Aber wenn ich jetzt schon so frühzeitig mir die Erfahrung schnappen kann, dann wird das nicht zu meinem Nachteil sein. Ich muss abhauen. Aua, nein, geh weg. Aua. So, machen wir das so? Nein, nicht. Aua, aua, aua. Alter, ich bin gerade erschrocken, ey. Ich dachte, Schuss, Notenbuss. So. Cool, machen wir das mal so. Ist mir gerade egal. Öpp. Ich speichere nochmal. Nicht, weil ich Angst habe, aber weil ich Angst habe. Guck mal, das ist auch schon fast tot. Ja. 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 Er hat den Hulk geraunt. Aber ich habe eine Armbrust. Was kannst du dagegen machen? Gar nichts. Einfach nur dumm gucken. Das kann er. Blöp. Blöp. So, das ist die Frage. Wenn ich die jetzt hier alle wegmache, kommen die dann im nächsten Kapitel dann, wenn ich dann offiziell hierher muss? Sind die dann wieder da? Sind dann mehr hier? Oder wie läuft das? Obsidian, geil. Wird bestimmt gebraucht für geschmiedete Waffen auf Stufe 3 oder so. Kann ich mir vorstellen. Und da kann ich jetzt noch lang. Ist hier noch irgendwas? Nautilus. Toll. Steinplatte. Cool. Okay. Da gibt es dann nichts mehr. Was macht denn so eine Steinplatte? Weiß halt, wie es. Ja, komm. Bin ich ein bisschen klüger. Ist auch okay. Jo. Ein Berserker. Klingen Schaden 80. Krass, ey. Ist nicht schlecht, aber meine Waffe hat 96 und ist kein Schwert. Krass, 1500, ey, das ist cool. Muss man sich mal vielleicht. Wie viel Stärke braucht das Ding? 80. Also genauso meins. Ja, ich habe auch gerade mal 80 Stärke. Ah, oh. Das ist ein cooles Ding, ey. Das ist nicht zu verachten. Cool. Also, für diejenigen unter euch, die auch. Ah, das Problem ist, ich wollte gerade sagen, die mit Schwert spielen, könnt euch hier so eine Waffe holen, aber der Weg einfach hier durch die ganzen Ghoulmassen ist mit einer schwächeren Waffe halt einfach richtig, richtig Krebs. Also weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde. Wenn ich mal ehrlich bin. Aber na gut. Ich habe genug von dieser Höhle. Die Folge ist auch schon dahin, ne? Es ist bitter, oder? Naja, gut. Vasili, komm mit. Und weiter. Und weiter. Er wusste schon. Ganz genau, was da drin ist. Und deswegen wollte er nicht mit reinkommen. Aber er hat uns nicht gesagt, dass es gefährlich ist. Nur, dass er sagt, ja, meine Füße tun weh, ich gehe da mal nicht weiter. So ein Arsch. Unglaublich. Ich dachte, wir sind Freunde. Wisst ihr was? Ich beende die Folge einfach. Halbe Stunde, was soll ich machen? Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, in dem Sinne, ciao.